Okay, das war das schnellste Bronze. Herzlichen Glückwunsch, Medailleninterview aller Zeiten. Wie habt ihr es geschafft, diesen Satz noch zu drehen, dieses Spiel noch zu drehen? Das war unfassbar. Ich glaube, wir lagen 11-14 hinten im zweiten Satz. Ich habe mich ziemlich aufgeregt über mich selber, weil wir nicht geschafft haben, das, was die verändert haben in der Taktik im Vergleich zum Gruppenspiel, dass wir darauf reagieren konnten. Also wir haben wirklich immer nur reagiert und nicht agiert. Und irgendwie haben wir dann das Momentum genutzt im zweiten Satz, dass die auch so überrascht waren, dass wir auf einmal wieder, wir waren schon begraben, dass wir wieder rausgekommen sind aus dem Grab und haben dann echt am Anfang des dritten Satzes ganz untypische Fehler gemacht, was wir das ganze Spiel nicht gemacht haben. Und dann mussten wir schnell den Deckel drauf machen. Natürlich auch nochmal die Nachfrage, im zweiten Satz ging es dir nicht so gut. Carla, was war da los? Eigentlich fühlte ich mich ganz gut und dann, ich weiß nur noch, wir hatten einen Punkt gemacht und wollte irgendwie aufstehen oder einen Schritt machen und dann ist mir total schwarz vor Augen geworden. Dann stand Julia schon direkt neben mir. Dann habe ich mich selber darüber so erschrocken. Musste auch voll ein bisschen weinen, weil ich irgendwie so erschrocken war, weil ich auch nicht wusste, was das ist. Und durfte ja dann auch ein bisschen was trinken und dann, ja, ging's. So, ich war sehr fokussiert und habe halt das gemacht, was ich halt dann da halt so machen muss auf dem Feld. Und war sehr fokussiert. Vielleicht war das dann auch der Schlüssel, da eine kleine Pause zu haben. Wir haben jetzt im Nachgang nochmal drüber gesprochen. Wir denken, dass es einfach die Nichtluft da drin war. Also es war sehr stickig und einfach, dass es dann zu viel war. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen bekommen, war das dann auch insgesamt eigentlich zu laut. Und war halt wirklich dann nur so, okay, jetzt Aufschlag, okay, jetzt macht sie das, also okay, so. Und habe das irgendwie versucht dann runterzuspielen. Ja, ich meine, ihr habt jetzt natürlich auch ein straffes Programm. Wir haben schon gehört, Zeitdruck, ihr müsst zum Flieger zur EM nach München. Ja, jetzt, wir haben ein bisschen Stress. Wie handelt ihr das jetzt mit Regeneration und solchen Sachen? Also heute noch nicht. Wir nehmen jetzt noch die Siegerehrung mit, dann gehen wir zum Shuttle fliegen. Packen. Und dann. Hast du schon gepackt? Nee, ich schmeiße ich alles in die Tasche rein. Ich dachte, wir hätten nämlich länger so Zeit. Ich hab ein bisschen Stress. So, und dann gucken wir morgen, machen wir ganz entspannt, gucken uns den Center Court an, versuchen da ein bisschen Gefühl zu bekommen und versuchen ganz viel zu schlafen. Das ist ja jetzt das beste Trainingsergebnis aller Zeiten quasi. War das vielleicht auch ein bisschen im Kopf, dass ihr locker rangegangen seid? Warum fragt ihr mich jetzt da so? Nein. Ja, kann sein. Also so, wie gesagt, die Gedanken waren schon Richtung München, auch eben, weil es ja schon auch im Fernsehen läuft und weil es ja schon, ne, hat ja schon alles angefangen, so wir kommen jetzt zu spät quasi zum Turnier. Deshalb, war nett hier, hat Spaß gemacht, wir hatten viele Wiederholungen und konnten, glaube ich, alle Pässe mal spielen, alle Aufschläge mal machen, also es war gut für uns. Die seid ihr hier rangegangen, eher so ein bisschen Trainingsturnier vor der EM, dafür läuft es ja ganz gut, ne? Das war Ihre Aussage. Das war meine Aussage. Das aktuelle Turnier ist immer die Vorbereitung fürs nächste, haben wir jetzt ausgemacht. Wir hatten einen Flieger für heute Abend gebucht nach München zur EM. Den müssen wir jetzt leider umbuchen. Es ist das erste Mal, dass wir jetzt im Halbfinale sind beim Elite-Turnier und auch noch in Hamburg und es macht es sehr speziell. Es gab ja jetzt beim Spiel so ein paar strittige Pfiffe und das ist ja auch irgendwie so ein Dauerthema, gerade beim Zuspiel mit dieser neuen Regelauslegung. Was ist da so euer Fazit? Es gibt ja eine generelle Regel, dass man den Ball nicht so lange halten soll, dass er nicht die Richtung ändern soll und sonst ist es einfach ein Vorteil für einen Angreifer und das gab es schon auch davor. Und ich glaube, wenn man eine Linie durchhält, ist es halt manchmal schwierig von 8 Meter noch im oberen Zuspiel, wenn der Ball auch noch nass ist durch Schweiß und so weiter, den nach vorne zu pritschen und dann fand ich die Pfiffe berechtigt. Ich habe es nicht ganz gesehen hinten, weil ich nicht so auf sie konzentriert bin. Ich hatte nur in der Vorbereitung gesehen, dass ein paar auch aus der Rallye, sie fängt ihn halt und schiebt ihn dann weiter. Würde sie in der Achse bleiben, glaube ich, fällt es nicht so auf, aber sie ist halt schon eine Spielerin. Also es sieht schön aus und es funktioniert auch, aber das ist ja genau das, was eben sie oder die FIB nicht mehr möchte, dieses Carrying. Und das macht sie ja. Sie nimmt ihn ja und dreht ihn dann so weiter. Und sie müsste sich einfach nur ausrichten, dann wird es ja passen. Und ich glaube, also ich würde jetzt sagen, dass die Pfiffe einfach korrekt waren. Sie hätte sogar noch zwei mehr nehmen können, müssen. Ihr seht auch gut geschwitzt aus, das Hallendach ist zu. Was sagt ihr denn dazu? Es ist ja wegen der Kameras jetzt zugemacht worden. Wie ist es jetzt in dem Stadion so zu spielen? Für uns ist es angenehm, ich muss nicht so viel Sonnencreme verbrauchen. Ich glaube, wenn es konstant zu ist, das Dach, dann ist es auch für alle gleich, dann ist es okay. Wenn es offen ist, ist es auch okay. Jetzt merkt man nur, dass die Aufschläge, es ist eine andere Thermik, die Aufschläge sind gefährlicher, aber es gilt ja für beide Seiten. Uns fällt, oder auch mir fällt auf, ihr spielt immer mal mit langen Hosen, mal mit kurzen. Wie sprecht ihr euch da ab? Eigentlich macht einer eine Ansage, wir haben immer beides dabei und dann ist es so eine, ist jetzt immer spontan gewesen, so einmal
ja, wollen wir anlassen? Ja, lass mal ankommen. So, also innerhalb von 2 Sekunden, entweder mit Hose, mit Hotpants, mit kurz. Also die Farbe sagen wir vorher an. Gibt immer entweder pink, rot, was auch immer, schwarz. Und dann ist es so ein ganz spontanes Ding. Es gibt auch schon so Mittelwetter, wo ich mich auch freue, mit einer höheren Hose zu spielen, weil einfach der Rücken einfach noch ein bisschen warm gehalten wird. So, und das finde ich zum Beispiel eine super Alternative zur Bikinihose, weil lang ist manchmal dann zu warm und so diese Radlerhosen, irgendwie die covern so noch ein bisschen mehr Haut und dann ist es ein bisschen angenehmer, auch wenn ein bisschen Wind geht.